Doch was passiert, wenn sich Wasser am Fenster anstaut? In Verbindung mit einer weißen Wanne kommen hochwasserdichte Kellerfenster zum Einsatz. Durch ihre verstärkte Bauweise halten sie anstauendes Wasser für einen bestimmten Zeitraum ab. Und das ist die Besonderheit vom Hochwasserschutzfenster, oder wie nennt ihr das Fenster? Das ist ein hochwasserdichtes Kellerfenster. Hochwasserdicht, eigene Definition von einem Institut in Deutschland. Hochwasserdicht bedeutet eben wasserdicht auf 24 Stunden. Das wasserdichte Fenster bilden drei Dinge aus. Das ist zum einen die Pilzzapfenverriegelung in Verbindung mit dem umlaufenden Beschlagsystem. Die verhindern quasi, dass sie das aus der Dichtung rausdrückt? Oder so genau, aus dem Rahmen rausdrückt. Ja. Ein zweiter wichtiger Punkt ist außen das Verbundsicherheitsglas, das die Dichtheit des Fensters auch vor angeschwemmtem Treibgut schützen soll. Und zu guter Letzt die Rahmendichtung mit mehreren Dichtlippen, das den Übergang vom Blendrahmen auf den Flügel hin abdichtet. Und ich habe keinen Entwässerungsschlitz mehr, nicht, wo man das Wasser reintut. Man darf hier natürlich keine Entwässerungsschlitze haben, sonst wäre das ein bisschen kontraproduktiv. Das heißt, daran kann ich es erkennen, ob es ein Hochwasserschutzfenster ist. Von außen zumindest, genau. Wirklich erkennen kann man das hochwasserdichte Kellerfenster dann aber doch durch die große Anzahl an Verriegelungen. Doch auch verstärkte Fenster können eine gute Planung nicht ersetzen. Unser Wetter wird nicht besser und auch immer unberechenbarer. Und dort, wo wir damit rechnen, dass ab und zu mal Wasser anstaut, ist der beste Einsatzbereich von einem Hochwasserschutzfenster. Darüber hinaus bitte immer vor dem Kellerbau und vor der Planung den Bemessungswasserstand ermitteln. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Besonderheit, die man auf Baustellen eigentlich noch sehr selten sieht, ist dieser Dämmblock von Akko. Okay. Kannst du uns dazu noch was sagen? Wo haben wir einen eingebaut? Um die Ecke noch? Gehen wir wieder um die Ecke. Ich bringe dich um die Ecke. Okay. Ja, danke schön. Dieser Dämmblock hat den großen Vorteil, innerhalb des Lichtschachtes brauchst du das Ganze nicht mehr verputzen. Das gibt's ist eigentlich endbeschichtet. Keine feuchte Schäden, weniger quasi Biotop und so weiter. Genau. Durch die fertige Endbeschichtung des Dämmelements gibt es keine Trocknungszeiten. Die Putzfirma muss nicht extra auf die Baustelle kommen und die Montage kann ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Und warum ist es verschraubt? Der Hersteller sagt doch, man braucht es eigentlich nur ankleben und müsste es gar nicht verschrauben. Also verschraubt wird der Lichtschacht nur mit Holzschrauben auf die Dämmplatte direkt, weil er sagt, okay, wenn das Ganze hinterfüllt ist, ist er steif genug, kann nichts passieren. Nur du weißt, wir sind im Privathausbau tätig. Da kann der private Häuselbauer schon mal auf die Idee kommen, er steigt da mal rauf. Deshalb haben wir die oberen Schrauben eingedichtet. Es kann nicht schaden, direkt auf die so oder so drauf. Nicht. Gell? Und hast du Vertrauen zu deinen Mitarbeitern, dass die das ordentlich verschraubt haben? Du willst mich jetzt antesten. Aber ich habe eigentlich grundsätzlich Vertrauen zu den Leuten. Also.